ich hatte noch nie Handschuhe an. Servus Fußballfreunde und willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Heute aus Chemnitz mit der Spielführerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft und besten Technikerin der Welt, Jennifer Marushan. Hi, hi, dass du dabei bist. Danke. Wie geht's dir? Alles gut? Alles super, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Da du ja wahrscheinlich die beste Technikerin der Welt vielleicht sogar bist, wäre es cool, wenn du uns gleich mal deinen besten, deinen coolsten Trick zeigen könntest. Gerne. Spock drauf? Ja. Okay. Gut. Sehr gerne. Dann fangen wir an. My brother ain't really trying to lead on. No, least that chick from Burns never released a song. Mixed messages, right words, but still couldn't read what's wrong. Just don't get it. Even if they shot James, they still couldn't kill this bond. Don't know what she feel is strong, and I know it sounds like the same old song. A young brother who won't commit, but know that the beat goes on. Yeah, she know that the beat goes on and on and on and on. Could be why she's riding for so long. All her friends said I heard her to hold on. Knows from her exit, we ain't in sync with her goals, and the chances I'm so gone. Okay, ich habe natürlich den Trick jetzt mal angeschaut. Das sieht krass aus. Wie lange braucht man, um das zu können, sowas? Ja, also ich kann dir nur mit auf den Weg geben, es ist alles nur Trainingssache und Übungssache und so oft und ja. Einfach immer wiederholen. Immer wiederholen, wiederholen und dann. Schaust du dir auch Tutorials an oder so, damit man neue Tricks lernt oder wie lernst du? Damals, als ich jünger war, habe ich mir oft YouTube-Videos angeschaut. Mhm. Sehr gerne, mache ich heute auch noch gerne, aber Zeit zum Üben bleibt mir wenig. Aber damals habe ich dann natürlich mir den Ball geschnappt und bin auf die Straße und habe die Sachen geübt. Okay, dann werde ich jetzt mal deinen Trick probieren und mal schauen, ob das klappt. Viel Glück. Danke. So Leute, ganz wie bei Jenny hat es bei mir nicht ausgesehen, aber der Around the World sollte auf jeden Fall funktioniert haben. Ich werde auf jeden Fall weiter üben und jetzt weiter mit Jenny was drehen. Okay, da du ja die beste Freistoßschützin der Welt vielleicht sogar bist, ist klar, dass wir eine Freistoßchallenge gegen dich drehen wollen. Ganz einfach, wir haben 5 Hütchen, 5 Versuche in Freistoß zu schießen. Der eine geht ins Tor, der andere schießt und der mit den meisten Treffern gewinnt. Okay? Cool. Fingerspitzen waren dran auf jeden Fall. Wie oft übst du Freistöße so schießen? Nach dem Training meistens so, nämlich mit 10 Minuten. Ja. Hilft dir da jemand oder machst du das ganz alleine? Also manchmal sind die Torhüterinnen bereit, dass sie sich ins Tor schießen, aber manchmal schieße ich dann einfach aufs Leere. Also ich verstehe die Torhüterin nicht, die ins Tor geht. Ich verstehe nicht, warum man freiwillig ins Tor gehen kann. Wahrscheinlich bin ich doch. Sollte ich mich aufs Tor fokussieren in Zukunft. Gibt es auch irgendein Vorbild in Sachen Freistöße? Ronaldo natürlich. CR7? Ja, ja. Okay. Was sagst du auch zu seinem Torjubel? Ja, ist sein Ding, nicht unbedingt meins, aber er hat eine klasse Schusstechnik und das gefällt. Kannst du uns mal zeigen, wo du die Bälle triffst, damit man gute Freistöße schießen kann? Meistens hier nicht. Okay. Schießt du eher Curve-Bälle sozusagen, angeschnittene Schüsse, glatte Bälle? Ich versuch's, ja, aber oftmals reicht es, wenn man einfach nur das Tor trifft und präzise einfach in die Ecke. Ja Leute, ich würde sagen, ist ein Unentschieden okay für uns beide? Auf jeden Fall, du warst sehr, sehr stark. Nee, du warst auch richtig gut, der Ball in Winkel, der war Deluxe. Jetzt geht's weiter mit Kickbox-Schießen. Ganz einfach, du stehst 6-7 Meter entfernt von der Kickbox, musst versuchen, dort reinzutreffen. Maximal 10 Versuche, je früher du triffst, umso besser. Okay. Und der Hintergrund ist, wir machen das mit jedem Spieler, den wir hier haben. Und mal schauen, wie du abschneidest, oder? Alles klar. Viel Spaß. Gut, danke.
Didn't mean I wanted nothing. Makes no sense, but no bumping. Tomorrow come me have fun fling. Was hörst du mal so für Vorurteile in Sachen Frauenfußball? Gibt's da was? Kommt da immer mal wieder ein Spruch? Ich muss sagen, es ist weniger geworden. Okay. Und wenn was kommt, dann hier rein, da raus. Ja, genau. Von daher. Der dümmste Spruch, den du je gehört hast, so? Kannst du dich erinnern? Gehört in die Küche. Das war die Freistoß-Challenge gegen Jennifer Maruschan. Auf jeden Fall danke, dass du dabei warst. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. War's okay? Hat mich auch sehr gefreut. Ja, okay. Danke. Dann, wie wär's mit einer Revanche an der Konsole? FIFA? Sehr gerne. Ich mag FIFA. Ja, okay. Dann muss ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Mal schauen, wie es läuft. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.